Achso, ja, stimmt, Anmod, ne? Moment. Perfekt wieder vorbereitet. Moment. Hä, wo ist denn Aserbaidschan hin? Okay, alles klar, egal. 3, 2, 1. Meine Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Formel 1 220 mit dem guten Leon zusammen. Servus! Und wir befinden uns heute in Aserbaidschan, ja? Aserbaidschan. Aserbaidschan? Jein oder nein? Die große Frage. Ich habe absolut keine Ahnung, was für ein Setup ich nehmen soll. Ich habe mir wieder eins runtergeladen. Ja, du hast dir wieder eins runtergeladen. Das ist natürlich fies. Ach so. Ach stimmt, ich muss Autoeinstellung. So, Aserbaidschan. Haha, nicht um das Team Workshop. So, und an meine Moment. Zuschauer, ich habe mal was bei mir geändert bei den Fahrhilfen. Und zwar habe ich jetzt die Traktionskontrolle mal nur auf Mittel gestellt. Und tatsächlich Schaltung auf manuell. Schaltung auf manuell, doch. Ja, Okay, krass. ich probiere es einfach mal, wie es so läuft. Einfach mal Na ausprobieren. gut. Ja, Monaco Ja, also, Gott. war schon War besonders, schon ne? spannend, ja. Also quasi wie Spanien. Falls ihr die Folgen verpasst habt, dann schaut sie jetzt sofort an, ja? Pausiert das Video, all der Schaut vier die anderen und Videos guckt an. auf dem Handy weiter. Genau. Genau, und dann schaut ihr das Video weiter. So. Das war schon, war schon witzig. Kann man so sagen, ja. Na gut, für den einen oder anderen nicht. Aber das ist ja normal. Alter, das Auto rutscht jetzt schon. Was ist da los? Wie viel Sprit habe ich denn? Ich habe meine Anzeige geändert, ja? Ich Oh, habe das jetzt habe ich meinen Hub vergessen. in meiner Fuck, Mitte. das wollte ich machen, habe ich vergessen. Finde ich deutlich angenehmer. Ja, kann ich mir vorstellen. Hab ich. Ach, fuck, ich wollte es machen. Scheiße. Kannst du aber jetzt immer noch machen, ne? Aber Ja, ist mache halt ich gleich nicht vielleicht. aufwendig. Eigentlich hast du hier Stadtstrecken, ne? Ja, ich Aber. auch, aber Aserbaidschan ist irgendwie ganz cool. Ja. Ich habe gerade eben noch ein bisschen was Zeitrennen gemacht und ich habe einfach keine gute Zeit hinbekommen. Wirklich, ich bin jedes Mal gegen irgendeine Kante oder über rausgerutscht und dann direkt ist er dann bist du ja quasi direkt disqualifiziert, also. Oh Gottes Willen. Ja, die Runde, die ich gerade fahre, ist optimal. Ja, mein Frontflügel ist kaputt. Ja, danke. Scheiße. Eine Kurve gefahren und schon alles im Arsch. Der Frontflügel ist auch leicht gelb. Ja, aber eigentlich fährt sich der noch ganz gut, deswegen. Ja, deswegen fahre ich auch noch. Nicht so schlimm wie in Monaco, ehrlich gesagt. Wenn ich eine gute Zeit hinkriege, dann fahre ich trotzdem durch. Ich werde keine gute Zeit hinkriegen. 1,41 hier, Ich moin. trainiere gerade eher ein bisschen mit Getriebe und Traktionskontrolle. Ich sehe es eher als Training tatsächlich. Ah, okay. Ja gut, aber wir brauchen auch irgendwie eine gute Qualifikation, weil ich finde es hier relativ schwierig, außer auf der langen Gerade jemanden zu überholen, aber Ja. Da weiß ich eigentlich jetzt schon, dass die Bots auf der langen Geraden schneller sind. Oh, ich vergessen zu schalten. Zurückgefallen. Du bist momentan auf P7. Dass man das Klicken bei denen nicht hört in der Aufnahme ist. Nö, das ist der Logitech-Lenkrad, ich klick nicht so laut. Entschuldigung, zieh durch! Prozent hinten auf dem Hinterreifen. Ich glaube, es hakt. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde.
Komm, Gasly, mein Abgang. Oh Gott. Fast wieder jemand geknutscht. Hier kann man nicht volle Kanne in die Box einfach reinbrettern, ne? nee. Schade. Ah, nee, komm, ich schalte Getriebe mal nochmal auf Automatik lieber. Du hast jetzt manuell und Traktionskontrolle auf Mittel, oder was? Ja. Na gut. Für den Anfang. Gut, ich meine, ich habe mir jetzt auch direkt am Anfang von ein kleines bisschen Frontflügel abgefahren, also vielleicht ist das auch etwas verfälscht, gebe ich zu. Aber also bei Junk finde ich irgendwie ganz cool, muss ich sagen, jetzt wo ich so gefahren bin. Ja. Gibt es so ein, zwei Stellen? Sie sind schon fies. Ja, schon. Ja, Leute, was ist los? Worauf wartet ihr? Wird weiterhin sonnig bleiben, auch im Rennen. Alles fertig. Perfekt. Bin ich so gut im Rennen. Ach, du fährst wieder raus? Ja. Ich fahr wieder raus. Ich muss immer eine vernünftige Runde fahren. Okay. Ich glaube, ich überlege mal auf Rot zu starten. Auf Rot, ja. Auf Gelb. Ja, start mal auf Rot, ist glaube ich eine gute Idee. Gegen das System. Ich habe übrigens das Formel 1 Rennen heute gar nicht angeschaut. Ich habe nur mitbekommen, dass Ferrari eher so schlecht war. Die waren richtig mies. Also leco mio. Die wurden sogar von Räikkönen hier Alfa Romeo überholt. Du Scheiße. Also die sind richtig abgekrebst. Schade. Das ist traurig. Jupp. Das ist echt traurig. Korrekt. Das ist korrekt. Und vor allen Dingen, wie alle am Anfang halt auf Vettel rumgestochert haben, so nach dem Motto, boah, der Typ kann nichts, die Autos sind richtig gut, aber der Typ ist Leclerc jetzt ein Platz. Ja, und Leclerc sagt dann auch, ja Leute, was ist das hier für eine Kacke, die ihr da gemacht habt? Funktioniert vorne und hinten nichts. Vettel macht ja schon seine eigene Strategie. Ich weiß, aber schon länger. So geil. Wirklich, die sind da richtig hart am Abkrebsen. Die meinten auch selber irgendwie jetzt der Binotto, dass die höchstens wieder um Siege kämpfen können 2022. Jo. So früh? Ich weiß ja nicht. Wobei, da kommt halt die Regulierung, ne? Das ist ja alle Zeit. Ja. Und nichtsdestotrotz. Jetzt schon plus 0,5, was ist denn hier los? Okay. Ja gut, nee, das kann ich glaube ich vergessen.
Oh. Das war alles richtig kacke. Ich muss mit Rot fahren. Belastend. Ja. Ist wirklich belastend. Ein lila Sektor, P7. Geil. Die Überholzahl im Start. Ja, aber P7 ist okay. Mit P7 kann ich leben. Nicht so wie in Monaco P19 oder was? Ja, über Monaco möchte ich nicht reden. Ich glaube, du auch nicht, oder? Nein, bis zur 10. Runde war ja alles noch fresh. Aber dann ging es stark bergab. Also wären wir wirklich so ein 5-Runden-Rennen gefahren und ja, hätte ich das ja, gut, okay. Easy nach Hause gefahren, aber ja, gut. Da kam dann so eine blöde Wand und dann hat sich das Trauerspiel seinen Lauf genommen. Hat sich das Trauerspiel seinen Lauf genommen? Korrekt. Mal gucken, was die Leute in den für Zeiten fahren. 0253. Ah, du bist draußen. Ja. Ich fahr jetzt auch nochmal eine schnelle Runde. Ich gönn mir gleich nochmal. Ich will dir die ganze Zeit zugucken, aber ich drück immer die falsche Taste. Leute, du bist 2 Kammer langsam auf dem Temporadar und bist Zweiter. Hast du gerade gesehen, wie ich rausgedreht habe? Belastend. Nee. Schade. Ich hab hier gerade massive Probleme. Kann ich dich hier irgendwie zu sehen? Ja, kann ich mein Profil entscheiden. Muss ich so zu sehen. Ich fass auf Rot, okay. Mhm. Bin ich mal gespannt. Alter! Dass du da nicht die Wand mitgenommen hast. Ja, die Runde ist sowieso schon längst für den Arsch. Achso. Hab die erste Kurve verkackt gehabt. Du gehst jetzt nochmal in die Box und ziehst ja nochmal einen neuen Satz drauf. Und dann ich probier's mal mit Gelb dann jetzt danach, ja. 4 Minuten hast du noch. Lass mich gegenrechnen. 1,41 braucht man, ne? Das heißt, ich muss eigentlich 1,2 Minuten. Ach, Boxeneinfall ist geil. Ja. Charles Leclerc ist Dritter mit 1,26? Nee. 1,26! Ja, genau! Ja, das war hier 14 Sekunden schneller als ich. Nee, 1,41,13. Ich dachte gerade schon. 1,26, ja, genau. Was fahren denn jetzt alle raus? Gelbe Flagge, was ist da los? Ich stehe in der Box. Achso, wahrscheinlich, weil es ist ja heftig dauert. Ich überlege gerade einen Ticken vorher rauszufahren, weil sonst kommst du ja voll in der Masse raus, ne? Wenn die auf der schnellen Runde sind. Die sind ja halt alle rausgefahren. Ja, das überlege ich halt.
glaube, wenn die auf der schnellen Geraden sind, dann fahre ich raus. Spätestens in 2 Minuten. Weil sonst kommst du ja genau in der Masse raus. Das ist ja... Ich fahre jetzt raus. Fertig, bereit. Okay, alles klar. Du musst auch bedenken, dass du innerhalb von der Zeit dann auch oft über die Ziellinie kommen musst, ne? Ja, ja, klar, natürlich. Scheiße, ich will auch jetzt. Let's go, Junge, let's go! Raus, raus, raus! Das ist keine Übung! Dass da nichts kaputt gegangen ist? Oh, das wäre jetzt richtig mies, wenn man jetzt gegen die Wand fährt oder so. War gerade fast passiert, weil ich mich auf das Ding rechts konzentriert habe, um mein ERS runterzuschalten. Ach, scheiße. Ich habe mich nicht auf die Strecke geschaut. Bin fast schief gegangen. Ja, ich habe mich ein bisschen was verrechnet mit der Zeit. Ja, ne? Ich muss ja vor der Minute über das Ziel sein, sonst kann ich ja keine Runde mehr fahren. Exakt. Scheiße, ein bisschen was Tempo geben. Scheiße, habe ich voll vergessen. Deswegen bin ich wieder ein bisschen früher rausgefahren. Warte mal, wartest du noch, fährst du noch was langsamer? Ja, aber 46 Sekunden. Passt. Ich schaffe halt immer nur eine gute Runde, ist das Problem. Das ist natürlich mies, ja. Kann man so sagen, ja. Ich muss mich gerade ein bisschen was konzentrieren hier. Oh mein Gott. Ne, alles noch ganz. Sehr gut. Ich kurve ein bisschen was sportlich genommen, ehrlich gesagt. Plus eine Sekunde bin ich jetzt schon. Minus eine Sekunde. Minus eine Sekunde? Holy shit. Ja, nicht schlecht. Das wird bei 1,40, Junge. Aber wir nicht mal ansatzweise. Schade. Was, wie viel Pizza? Wie viel Pizza? Wie viel Pizza? 1,39, holy shit, okay, krass. What? Okay, das ist heftig, 1,39. Das ist aber eine richtig geile Runde, okay. Hätte eigentlich besser gehen. Holy moly. Weiter zum nächsten Rennen. Ja, meinetwegen. So, 1,39. 1,41 kommt danach. Ist Vettel. Krass. Okay. Abstand von 1,2 Sekunden. Nicht schlecht. Alles klar. Hätte ich nicht gedacht. Ja, das Setup ist vielleicht doch nicht so schlecht. Falls ihr das Rennen. Was hast du da als Setup genommen? Sonntag sehen wollt, ja, dann abonniert gerne unsere beiden Kanäle. Link ist unter der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir sehen uns im Rennen auf Aserbaidschan. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall. Bis morgen. Bis dahin. Ciao.